Der zweite Auftritt vor heimischer Kulisse in nicht einmal 24 Stunden. Erst die Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund, dann der Weihnachtsmarkt direkt neben dem Trainingszentrum in Zuzenhausen. Die TSG-Profis, verteilt auf Glühwein, Bratwurst und all die anderen Stände, helfen aus. Und das nach dem starken 2:2 gegen den schwarz-gelben Champions-League-Finalisten der Vorsaison mit einem richtig guten Gefühl. Natürlich überwiegend positiv. Du kannst nicht verhindern, dass Dortmund auf dein Tor schießt. Eine klasse Mannschaft, das hat man gestern gesehen. Auch wenn die Tabelle aktuell was anderes aussagt, was die Dortmunder Qualität angeht. Dortmund und Bayern sind in einer anderen Liga von der Spielstärke her. Danach kommen andere Mannschaften. Aber dass wir hier so einen Gegner es geschafft haben, einen Punkt hier zu machen, tolle Leistung von unserer Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir das richtig gut gemacht. Wir wollten den 2:0-Vorsprung eigentlich über die Zeit bringen, aber wir wollten mit der 2:0-Führung in die Halbzeit gehen und kriegen dann ein unglückliches Tor. Wir wollten dann in der zweiten Halbzeit unbedingt noch ein drittes Tor schießen, weil wir wussten um die Offensivstärke von den Dortmundern. Dann ist uns das schlussendlich nicht gelungen und müssen uns dann auch nach den 90 Minuten auch mit dem 2:2 zufrieden geben. Und damit auch mit einem Punkt gegen Dortmund sicher ein wertvoller. Die Jungs mit vollem Einsatz an der Bratwurst, dem Käsebrot oder der Handarbeit, genauso wie gestern auf dem Platz. Und du kannst halt hinten reinstehen und versuchen, alles zu verbarrikadieren. Und dann ist nur die Frage, wie hoch verlierst du? Oder du kannst versuchen mitzuspielen, wie wir es gemacht haben, und dann geht es halt hin und her. Ja, natürlich hat Dortmund dann mehr Chancen gehabt wie wir, aber wir haben auch richtig gute Chancen noch gehabt. Natürlich war es super, dass wir noch 2:2, dass wir einen Punkt geholt haben gestern gegen Dortmund. Das hätte vor dem Spiel wahrscheinlich auch weniger gedacht. Und ja, mit meinem Fehltritt, sage ich mal, es passiert, es ist Fußball und... Aber das muss ich jetzt ganz schnell abhaken und nächste Woche geht es dann schon wieder weiter. Denn dann steht die letzte Bundesliga-Partie des Jahres an, und zwar beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Erst danach kann etwas abgeschaltet und Weihnachten genossen werden. Eine vorzeitige Bescherung hat sich unser Stürmer gegönnt, und zwar gleich doppelt. Mit einem Treffer gegen Borussia Dortmund und einem frischen Vertrag. Mein Wunsch, meine erste Adresse war die TSG Hoffenheim, und ich wollte hier bleiben, und wir sind uns auch relativ schnell dann einig geworden, und dann war es für mich eigentlich klar, dass ich hier bleibe. Ich fühle mich hier wohl, bin nah an der Heimat, komme super aus mit dem Trainerteam, und dann war das für mich eigentlich nur das Logische, dass ich hier unterschreibe. Der letzte Auftritt vor heimischem Publikum in diesem Jahr, versöhnlich, besinnlich und voller Weihnachtsstimmung. Danke.